Bald sind sie zu viert. Felix und Miriam Neureuther erwarten voraussichtlich im Januar 2020 ihren zweiten Nachwuchs. Mitte August gibt der ehemalige Skirennfahrer mit diesem Instagram-Foto bekannt, dass seine zweijährige Tochter Mathilda ein kleines Geschwisterchen bekommt. Jetzt ist es bald soweit und der ganze Neureuther-Clan ist in vorfreudiger Erwartung. So auch Felix' Vater Christian Neureuther. Wir treffen den 70-Jährigen jetzt auf dem Eagles Neujahrsempfang im Bräustübel am Tegernsee und er verrät uns ein paar spannende Details. Wir hoffen alle, dass im Januar der Nachwuchs kommt und es ist alles schön und gut und für Großeltern natürlich ein unglaubliches Glück, wenn etwas weitergeht, wenn man sieht, wo neues Leben entsteht. Das ist vielleicht der größte Trost, wenn man dieses Geschenk bekommt, ist es der größte Trost, einfach dann auch älter zu werden und auch immer positiv zu bleiben und einfach zu genießen, dass da was Kleines um einen rumwutzelt. Ja, die Vorfreude in der Wintersportfamilie ist groß. Auch Felix Neureuther kann sein zweites Vaterglück kaum fassen. Schon im Herbst verrät er uns beim Präsidentencup der Eagles Charity Golfer, wie sehr er sich auf den erneuten Nachwuchs freut. Ah, schon sehr natürlich. Ich meine, Kind ist immer das größte Geschenk des Lebens und deswegen freuen wir uns sehr drauf. Ja, der 35-Jährige scheint eben voll und ganz in seiner Vaterrolle aufzugehen. Wir bleiben gespannt.